dann kann man sich an Motivationstheorien orientieren. DC and Ryan ist so ein Klassiker, Theorie der selbstbestimmten Motivation. Menschen sind motiviert, wenn sie sich zum Beispiel wahrnehmen als autonom. Das heißt, wenn sie die Wahl haben. Wenn immer ich die Möglichkeit habe, bei Vorbereitungsaufgaben Wahlmöglichkeit zu geben, also du kannst Aufgabe A, B oder C machen, mach eine von den dreien, ne? Dann können die Studierenden sich eine von den dreien aussuchen und sind schon motivierter, weil sie müssen zwei davon nicht machen, die sie am wenigsten gerne machen würden. Und sie haben sich für eine entschieden, das heißt, ich bin eher bereit, aha, das mache ich. Wahrgenommene Kompetenz ist etwas. Wenn Menschen sich als kompetent wahrnehmen, sind sie motivierter. Das bedeutet, ich muss Aufgaben stellen, die vom Schwierigkeitsniveau angemessen sind. Und das spricht auch für Differenzierung, das heißt unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus ansprechen. Vom Schwierigkeitsniveau die Aufgaben steigern ist eine Möglichkeit. Feedback geben. Ich brauche Erfolgserlebnisse und ich brauche Feedback, ob ich Erfolg hatte oder nicht Erfolg hatte oder bis wohin ich gut vorangekommen bin und was ich als nächstes noch tun muss, um Erfolg zu haben. Und soziale Eingebundenheit ist wichtig. Das heißt, die Studierenden müssen sich erleben als sozial eingebunden. Das war ja das Problem während der Pandemie in der Isolation. Wenn man da zwei, dreimal Probleme hatte oder nicht weiterkam, dann hat man aufgegeben, ne? Weil man alleine nicht wusste, wie man zurande kommt. In der Gruppe trägt man sich weiter. In der Gruppe haben vielleicht alle Probleme, aber dann gibt man vielleicht nicht gleich auf, weil alle beteiligt sind. Wichtig ist auch am Anfang in den Präsenzveranstaltungen nicht zu viel wiederholen. Also nicht nochmal eine Kurzzusammenfassung der Vorbereitung zu machen. Denn wenn ich etwas zusammenfasse, dann wird den Studenten klar, die Vorbereitung war nicht unbedingt nötig, weil es wird ja zusammengefasst. Also warum sollte ich mich vorbereiten? Ja? Ganz wichtig ist auch, dass den Studierenden klar wird in der Präsenzveranstaltung, die Vorbereitung war notwendig. Also wenn ich die Präsenzveranstaltung gestalte, so dass die Vorbereitung gar nicht nötig gewesen wäre, muss ich mich nicht wundern, wenn die Studenten sich in der nächsten Woche nicht vorbereiten, weil es ja klar ist, wird ja gar nicht benötigt. Das heißt, es muss wirklich aus einem Guss sein. Die Präsenzveranstaltung muss die Vorbereitung muss zwingend notwendig sein, um in der Präsenzveranstaltung gut mitmachen zu können. Und es muss sozusagen eine Brücke geben von der Vorbereitung in die Präsenz, die zum Beispiel mit entsprechenden Aufgaben, deren Lösungen mitgebracht werden und aufbauend auf diesen Lösungen wird dann weitergearbeitet. Oder ein alternatives Beispiel ist, dass die Studenten zu Hause recherchieren sollen. Es muss nicht unbedingt ein Vorlesungsvideo oder so gegeben werden zu Hause, sondern sie sollen eine Rechercheaufgabe bearbeiten und die Rechercheergebnisse mitbringen. Und dann tragen wir in der Präsenz die Rechercheergebnisse zusammen und arbeiten damit weiter. Also es muss klar sein, das ist aus einem Guss und die Vorbereitung ist notwendig für die Präsenzveranstaltung.